Heute war ich im Krankenhaus. Ich musste lange warten. Es waren viele Ärzte da und Kranke aller Arten. Krankenschwestern, Krankenpfleger, eine Frau mit Spritzen und Menschen sah ich blass und kreidebleich in einem Sessel sitzen. Mittendrin an einem Stand fragt eine Frau nach meiner Hand. Ich halt sie hin, noch etwas scheu. Die Begierde war mir neu, als ich begriff, war es zu spät. Sie nahm das Hautfett-Testgerät. Der Wert ist null, ich von den Socken. Das bedeutet Haut zu trocken. Oh mein Gott, ist das das Ende? Sie hält noch immer meine Hände und lächelt. Sie ist richtig nett. Ist nicht schlimm, die Haut braucht Fett. Ich hab da was. Schmieren Sie sich ein, ein bissel was nehmen Sie mit heim. Zwei, dreimal täglich gut verreiben. Die Haut wird dann geschmeidig bleiben. Streichelt sanft und babyweich beim nächsten Test, da merkt man's gleich. Tatsächlich, jetzt schaut's besser aus, der Zeiger schlägt nach oben aus. Sie verrät mir auch noch Wissenswertes, zum Beispiel über Keime, wo die meisten lauern, denn manche sind gemeine. Wasser, Seife, Essig, daheim, da langt das schon, im Krankenhaus dagegen nicht, da hilft Desinfektion. 30 Sekunden gründlich, möglichst oft am Tag, damit der Keim, der so gemein, keine Chance hat. Als ich dann fahr, mir geht es gut, es ist nichts passiert, habe ich das Gefühl, sie hat mich doch ein bissel infiziert. Servus, bis wieder Horst. Ja, ist denn schon wieder Gedicht?